Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der kreativen Ecke. Heute gibt es das versprochene Video mit allen Informationen, die ihr braucht, um nächsten Samstag am Live Sewing Saturday hier auf meinem Kanal live mit uns zusammen zu nähen. Und zwar werden wir diese schöne Gürteltasche miteinander nähen. Ich schreibe euch unten in die Infobox alle Materialien, die ihr dazu braucht. Und ich habe für die Gürteltasche natürlich auch ein Schnittmuster erstellt und das Schnittmuster könnt ihr euch per E-Mail anfordern. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten auch in der Infobox, also schreibt mir einfach, dann schicke ich euch gerne das Schnittmuster kostenlos zu. Das sind 3 Seiten PDF-Dateien. Genau, ziemlich einfach gehalten das Ganze. Im Schnittmuster ist schon die Nahtzugabe mit einberechnet. Das heißt, ihr legt die Schnittmusterteile einfach auf euren Stoff. Euren Stoff natürlich dabei doppelt legen, außer bei den Blenden. Und dann könnt ihr euch alles in zweifacher Ausführung zurechtschneiden, außer die Blenden. Die braucht ihr insgesamt 4-mal. Und bei den Blenden müsst ihr aufpassen, die müsst ihr euch natürlich 2-mal auf rechter Seite zuschneiden und 2-mal das Schnittmuster auf die linke Seite legen. Wenn ihr das Schnittmuster ausdruckt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr, da gibt es so verschiedene Rubriken, was die Größe vom Ausdruck betrifft. Ihr müsst unbedingt die Einstellung haben, tatsächliche Größe drucken. Also bei mir heißt es zumindest tatsächliche Größe, denn sonst habt ihr nicht die Originalgröße und das Ganze wird nicht maßstabgetreu ausgedruckt und dann habt ihr danach beim Zusammennähen wahrscheinlich Probleme, dass es nicht alles so passt. Ich kann vielleicht noch sagen, also außer dem Stoff, den ihr dann ja mit dem Schnittmuster zuschneiden könnt, braucht ihr noch einen Reißverschluss und ihr braucht noch solche D-Ringe oder auch rechteckige Ringe, wie auch immer, 2 Stück. Ihr braucht einen Karabiner und ihr braucht so einen rechteckigen Schieber, damit wir das Gurtband dann auch, so wie ihr hier sehen könnt, in der Länge verstellen können. Man kann die ja noch so direkt am Körper tragen. Bei der Probetasche hier habe ich einen Canvasstoff verwendet. Der ist zwar an sich schon ziemlich stark und stabil, ich habe ihn aber trotzdem nochmal mit Bügelvlies H250 verstärkt und das war auch gut so. Am Samstag werde ich dann beim Live-Nähen ein Kunstleder vernähen. Das werde ich natürlich nicht verstärken. Und der Futterstoff ist hierbei ein dünner Baumwollstoff. Und am Samstag werde ich dann einen Canvasstoff nehmen. Ich werde meine Tasche am Samstag ohne Fransen nähen. Und das heißt, die Fransen, die ihr im Hintergrund seht, die auch für die Gürteltasche noch ausreichend sind, werden auf jeden Fall mit in das Ü-Paket wandern. Und kleiner Tipp, wenn euch das roséfarbene Kunstleder gefällt, dann könnt ihr euch auch schon mal freuen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich freue mich schon drauf, bin gespannt, wer alles dabei sein wird. Hoffe, es werden ganz, ganz viele. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und wir starten, wie gesagt, am 15. Juni, der nächste Samstag, um 15 Uhr. Live mit dem Nähen. Das heißt, bis dahin wäre es natürlich cool, wenn ihr eure Stoffe schon komplett zugeschnitten habt und das Material parat liegen habt und startklar seid, denn dann können wir sofort loslegen. Ich bin beim Probenähen und beim ersten Mal Nähen dieser Tasche eigentlich relativ zügig vorangekommen, deshalb dürfte das, denke ich, keine große Sache sein. Und ja, das zweite Mal live nähen wird mir sicherlich auch dann ein bisschen zügiger von der Hand gehen als beim letzten Mal. Da war es ja das erste Mal. Es wird so ablaufen wie beim letzten Mal. Ihr könnt natürlich auch wieder, während wir zusammen nähen und live sind, Fragen stellen, was schreiben. Ich werde wieder mein Tablet vor mir liegen haben und ja, kann dann mit euch kommunizieren. Was mir beim letzten Live-Nähen noch fehlt, ich habe von keinem das genähte Mäppchen gesehen. Finde ich total schade. Es hätte mich so interessiert, wie eure Mäppchen geworden sind, wie die ausschauen
Und ja, wenn ihr mitgenäht habt oder auch im Anschluss näht und wenn ihr einen Instagram-Account habt, dann dürft ihr sehr, sehr, sehr gerne auf Instagram eure Werke posten und zeigen und einfach entweder mich direkt verlinken unter eurem Post oder aber auch den Hashtag Kerstins kreative Ecke verwenden, denn dann kann ich auch eure Ergebnisse endlich mal sehen und kann die vielleicht auch in meiner Story einfach mal zeigen. Es wäre super. Ja, so 4:30 rechne ich schon auch wieder damit. Wird es, denke ich, schon werden, bis wir durch sind und bis ich im Detail noch auf das Ü-Paket eingehen werde. Und dann ist ja nach wie vor unser Live-Nähen weiterhin online. Das heißt, ihr habt danach auch noch Zeit, euch das Video anzugucken und die Gürteltasche zu nähen. Und ihr habt dann auch noch genau eine Woche Zeit, um die Chance auf das Ü-Paket zu nutzen. Wie geht es danach weiter? Ich habe geplant, auch in der Woche nach dem Live-Nähen eine DIY-Anleitung auf meinem Kanal hochzuladen. Und ja, dann haben wir Juli und dann haben wir Sommerferien und ich habe mir einfach gedacht, weil dann halt viele, viele nicht da sind, ich auch nicht weiß, wie wir in den Sommerferien da sind oder nicht da sind. Genau, deshalb wird es dann im Juli kein Live-Nähen geben und im August eigentlich auch nicht. Ich würde ganz gerne dann mit dem Live Sewing Saturday wieder starten im September. Ihr könnt unter diesem Video gerne schon mal Ideen schreiben oder Wünsche in Betracht darauf, dass es dann im September schon auf den Herbst zugeht oder vielleicht sogar schon herbstlich sein wird, was wir denn dann als nächstes live nähen können. Dann habe ich vielleicht eine Auswahl und auch genügend Zeit, mich darauf wieder vorzubereiten. Genau, somit wäre, denke ich, zum nächsten Live-Nähen am kommenden Samstag alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auch unten in den Kommentaren stellen oder auch auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich auf euch. Samstag, 15. Juni, 15 Uhr geht's los. Rührt die Werbetrommel. Wir sehen uns dann am kommenden Samstag. Es ist ja schon in 3 Tagen. Bis dahin, habt noch eine gute Zeit. Ich freue mich auf euch und sage ciao, ciao.